Hey ho, meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Der Morgen ist eh schon lang rum. Ja, sind sehr spät gestern Abend nach Hause gekommen. Ja. Ja. Wir werden heute hier erstmal kurz aufräumen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil das Video ist noch nicht draußen. Nee, noch nicht. Dann werde ich oben an der Türe die Außenbeleuchtung gucken, dass ich wieder anbringe. Dann möchte ich anfangen, innen mit der Elektrik ein bisschen zu gestalten. Da habe ich so LED-Leuchten damals, vor 2 Monaten oder was, schon bestellt gehabt. Die sollen über die Arbeitszeile drüber, die machen mal richtig hell. Und solche Sachen machen wir heute. Richtig. Ja, leg mal los. Fang mal an zum Aufräumen teilweise und Elektrik. Da hole ich euch aber jeweils wieder dazu. Tja, da sind die beiden Lampen. Eine kommt hier auf die Seite, die andere hier rüber auf die Seite. Oben habe ich mal schön die Punkte markiert. Und ich denke, da haben wir dann hier ein schönes Licht. Wenn ich mir das hier angucke, könnte ich hier fast noch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Nö, das lasse ich so. Ja, also die kommen jetzt gleich hier hoch. So. Ja. Wenn wir bloß nicht 20 Mal die Schrauben runterfallen würden. Bis jetzt. Gefällt dir das so? Ja. Gut. So, die hängen jetzt schon mal oben. Das hat eigentlich dasselbe Abstandfeld. Und um das Kabel nach hinten aus wächst Außenbeleuchtung. Das werde ich wahrscheinlich sogar rausziehen. Hier kommen jetzt noch Kabelkanäle von hier darüber. Wenn man hier dann ein Stück Kabel runter sieht, das ist mir wurscht. In diesen Kabelkanal wird dann das Kabel für das Licht geführt. Und dieses Licht wird das Kabel auch hier rüber geführt. Weil ich mache hier direkt am Eingang einen Doppelschalter hin, wo man dann einmal das vordere Küchenlicht schalten kann und einmal das Licht, weil machen muss, sollte alles zusammen leuchten. Ja, und dieser Lichtschalter Innenlicht, der wird dann vorübergehend nur für da drüben sein. Weil das geht mal sowieso auf den Senkel Innenlicht und dann leuchtet die komplette Innenbeleuchtung. Nee, da hätte ich doch gleich 2 Schalter oder einen Doppelschalter rein gemacht oder was. Ja, Außenlicht funktioniert auch. Ja, da haben wir jetzt auch wieder Beleuchtung. Ja, genau. Soweit, so gut. Weiter geht's. Kabelkanäle suchen, Lichtschalter montieren. Und so weiter und so fort. Ha, der ist auch schon mal platziert. Da wird dann das Kabel hochgeführt. Hier 40 cm und dann rüber. Damit ich das ja hier sauber schalten kann. Und das darüber, das bleibt erst einmal. Und hier meine ersten Kanäle habe ich zugeschnitten. Die muss ich jetzt aber erst einmal irgendwie sauber kriegen. Weil so schraube ich die da nicht rein. Das waren ja die, was an der Außenseite waren. Hier oben darüber. Und ich habe es ja vorher gesagt, das Kabel kommt weg. Brauche ich nicht mehr. Weg damit. Tja. Ich würde sagen, Leute, die Wand wird immer röter. Sehr viel röter wird die. Ach, das machst du schön. Super. Hallo. Guten Tag. Spatzel, danke. Bitte sehr. Ja. Ich habe dem Manu gesagt, da könnte man machen, hier könnte man machen, das, was ich gesagt habe, mit dem Unkrautvlies,
drinnen was, was man wegräumen könnte und. Hab gesagt, sie hat die freie Auswahl, sie kann machen, was sie will. Und wenn sie nur rumhockt, ist das auch in Ordnung, ist gar kein Thema. Tja, und dann hat sie sich fürs Streichen entschieden. Geil. Ist aber heute ein wunderschöner Tag dazu. Aber ich habe jetzt gesagt, ich fange jetzt mit der Elektrik an. Ja, dass wir drin ein Licht haben, wenn wir abends noch ein Video drehen oder so. Und ja, Leute, hier drin haben wir ja auch schon ein Lichtle. Es macht übrigens am Abend schön hell. Aber was wir festgestellt haben, man braucht mindestens zwei, habe ich ja, weil wächst extremer Schattenbildung. Drei oder vier wären besser, aber ja, ich weiß, wo sie hängen. Noch. Ja, die stehen. Das Eukabel nach draußen habe ich schon komplett rausgezogen. Kabelkanal lasse ich einfach jetzt auf die Länge. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was wieder da rein. Ja, hier ist der Kabelkanal hier rüber ist auch da. Das Kabel wird dann einfach nur hier rüber gelegt. Das wird dann eben mit diesem Lichtschalter verbunden. Auch genauso wie die anderen zwei. Ja, und jetzt muss ich bloß noch rausmessen, was hier plus minus ist. Wahrscheinlich hat er auch hier aufs braune plus gelegt und aufs blaue minus. Ja, so wie hier. Braun ist plus, blau ist minus. Ja, das sage ich jetzt nichts dazu. Und könnte ich eigentlich noch abändern, sobald ich hier das Kabel hier. Ja, auf alle Fälle, das Kabel für die Außenbeleuchtung lasse ich jetzt mal so. Und für die Innenbeleuchtung, für die neue lege ich hier ein frisches Kabel hoch. Jetzt muss ich bloß noch ausmessen, ob ich hier die 12 Volt habe. Und da habe ich noch ein flexibles Lautsprecherkabel. Oder hier noch eins. Ja, das geht mit dem Kabel ohne Probleme, habe ich gar keine Angst. Ja, und neu verkabeln, Leute. Genau. Hier muss ich noch die Kabelschächte ausspannen, dass die Kabel sauber reingehen. Hier genauso dann da drüben an der Verbindungsstelle. Oh ja, mache ich jetzt so nach und nach. Ob ich das heute noch alles schaffe, keine Ahnung. Aber wir können ja mal rüber gucken. Übrigens, die Kabelkanäle habe ich alle schön sauber gemacht. Jetzt gucken wir mal nach der Wand. Oh, Spatze hier so fleißig macht. Ui, du bist ja schon an der Seite. Ja. Na, aber hallo. Aber hallo. Boah, das sieht schon viel besser aus. Also ich sage ja nach dem Strich hier. Sieht schon besser aus, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Jo. So langsam geht mir leider die Zeit heute aus. Der Kabelkanal, der Deckel hängt jetzt bloß so runter, damit mir hier die Kabel nicht rausfallen. Der wird ja nachher dann noch weiter rüber geschoben, aber hier muss ich ja noch anklemmen. Das ist das Pluskabel, das ist das zweite Pluskabel, was dann zur Mitte geht. Wird hier geschalten, hat Gott sei Dank geschaltet, kann ich noch fertig drauf machen. Das ist Massekabel und das ist dann auch Masse. Ja, und das Kabel muss ich dann eigentlich bloß noch hier rüber führen und hier unten anklemmen. Dann ist die Verkabelung. Achso, ja, und das Kabel natürlich hier rüber führen und da auch noch anklemmen. Dann ist die Verkabelung mit diesem Lichtschalter soweit schon mal fertig, sage ich ja mal. Aber Leute, hier geht es ja noch ja, viel, viel weiter. Und in dem Kasten drin. Schalterchen dran, ob unten jetzt aus ist oder oben, ich weiß es noch nicht. Sonst hätten wir innen drin drehen können, aber mir ist das eigentlich wurscht. Hauptsache, das ist immer gleich. Also an, aus. Und ja, hier geht es dann halt, ich denke mal, morgen oder so weiter mit der Elektrik.
Jo. Und Leute, ich sag's euch, das wird hoffentlich schön hell. Dass man hier auf der Anrichte schöne Videos machen kann. Mhm. So. Und Spatzel muss uns jetzt noch was beichten. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe den Farbeimer leer gemacht. Ja, also der nächste rote Farbeimer ist leer. Da war auch noch nicht mehr viel drin. Jetzt haben wir nur noch einen vollen schon ja. Wieder. Ja, schauen wir es uns hinten mal an. Das kenne ich irgendwoher. Mittendrin aufhören, weil die Farbe aus ist und kein Bock mehr, den frischen Kübel aufzumachen. Alles kein Thema. Aber es ist wieder was weitergegangen. Das nächste Mal dann vielleicht wieder mit der Farbrolle drüber fahren. Und ich sage ja, also mir ist das jetzt ehrlich gesagt sowas von Pumpel, wie viel Farbe ich da noch brauche. Ob ich jetzt dieses Jahr noch fertig werde oder ob wir dieses Jahr noch fertig werden damit oder nicht, das ist gerade egal. Hauptsache die Grundfarbe ist jetzt schon mal drauf. Und es wird ja immer röter, immer röter. Ja. Jo. Spatzel, mach dich mal nackig und renn vorbei, dann wird sie ganz rot. Komm mal her. Ja, ich komme her. Der Apfel ist runtergefallen. Ja. Unser Apfel. Ja, sie sieht schon sehr gut aus. Wird immer besser. Richtig. Jo. Jetzt kann ja das Holz auch gar nicht mehr so viel saugen. Das hat ja schon gesagt, die blöd. Also die Karte voll vom Saugen. Ja. Ja, und da habe ich ja gesagt, das Ding lassen wir so. Da wird nichts mehr gestrichen. Ja. Oh, dann haben wir es eigentlich für heute hier, oder? Was so sieht's aus. Was sagt man dann? Tschaikowski, bis genau. Zum nächsten Mal. Tschüss. Also, weg sind wir. Ciao, ciao. Tschüss. Du kannst es einfach nicht sein lassen, ne? Nein, ich will jetzt, dass die zwei Lampen noch leuchten. Ja. Aber jetzt wird es hier gleich dunkel. Und zwar jetzt. Ah, jetzt wollen wir auf jeden Fall sehen, wie das aussieht. Ja. So Leute, jetzt noch der kurze Endbeitrag. Das Licht ist ja noch da angeschlossen. Geht noch auf den Schalter. Aber hier, tick! Und es ist wunderbar hell. Ja. Geil. So gefällt mir das mal richtig gut. Oh. Und im Notfall kann man die Lampen oben noch einzeln ausschalten. Geil. Also von denen werde ich wahrscheinlich nochmal zwei Stück bestellen. Das ist immer Doppelpack. Kosten 19 Euro, zwei Stück. Und werde drüben dann auch noch was reinmachen. Und wer weiß, vielleicht gefallen mir die so gut, dass sie dann mit draußen der Grillplatz gescheit gebaut wird. Vielleicht kommen ja dann auch noch solche hin. War eine Möglichkeit, gell? Hell sind sie. Aber jetzt? Wir haben trotzdem Schiss. Verpissen wir uns wirklich. Ciao, ciao. Tschüss.